Ich bin verantwortlich für die komplette Rekrutierung im ganzen Spitalverbund. Das heisst Spital Herisau und Psychiatrie. Und dort nicht nur auf ein Berufssegment, sondern auf alle Stellen, die wir zu vergeben haben. Bis auf Kaderärzt läuft alles über meine Fachverantwortung. Ich habe zusammen mit meiner Mitarbeiterin den Überblick über alle Bewerbungen, die reinkommen. Ich tue die selektieren, respektive vorselektieren. Wenn eine Kandidatin oder ein Kandidat spannend klingt für uns, sind wir sehr gerne bereit, ein Vorstellungsgespräch zu machen. Das läuft in der Regel immer so ab, dass ich dabei bin am Gespräch und die jeweilige Fachperson von der Linie. Und dann tut man das Gespräch miteinander führen. Und dann die jeweilige Koordination vom weiteren Prozess, das liegt alles bei mir und meiner Mitarbeiterin. Dazu habe ich auch nebenan einige Projekte, die ich bearbeite. Wie zum Beispiel die Einführung von einem Onboarding-Prozess. Ja, als Ausgleich bin ich im Firmenfußball tätig. Ich habe einmal in der Woche sicher Training mit der Mannschaft. Und wenn die Saison läuft, haben wir regelmäßige Match. Zudem spiele ich schon ungefähr 6 Jahre Klavier. Und habe sehr Freude, um auch dort den Ausgleich zu finden. Zudem habe ich ganz ein sehr spezielles Hobby. Ich beschäftige mich mit Kartenmagie. Ich mache Kartenmagie, Kartenkunst. Und grundsätzlich hat es angefangen, wie wahrscheinlich bei jedem. Ich wollte unbedingt herausfinden, wie die Tricks funktionieren. Ich habe mich im Internet zuerst einmal ein bisschen schlau gemacht. Und dann hat es mich gepackt. Dann habe ich Literatur gekauft. Ich habe mich dort ein bisschen reingelesen und jeden Tag immer mit den Karten ein bisschen hantiert. Neue Griffe gelernt, neue Kniffe gelernt. Und mittlerweile habe ich ein gutes Repertoire. Und habe sehr, sehr den Plausch, um das den Leuten zu zeigen, weil das etwas sehr Außergewöhnliches ist. Und es gibt mir mega Freude, wenn man so ein bisschen magische Momente miteinander teilen kann. Und das Schöne ist natürlich daran, im Arbeitsleben, aber auch bei der Kartenmagie, hat man immer eine gewisse Erwartungshaltung, wie etwas rauskommen soll. Aber dadurch, dass es immer wieder Wendungen gibt, gibt es immer eine spannende Situation, neue Herausforderungen. Und genau diese Wendungen bescheren immer die schönen magischen Momente.